Insel erobert und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Wir sind Inselbesitzer von Old Verb, von George übernommen. Zack, alles platt gemacht, es dauert einen Moment, es laggt. Oha. Zack, das war auch eine mega große Insel. Ja, wir haben sie übernommen, wir haben aber auch Schiffe verloren, das muss man auch sagen. Ein oder zwei, glaube ich. Okay, der hat was aufgenommen. Du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster, Schätzchen. Das kann er nicht aufnehmen, okay. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Aha, Fenster. Also, man muss mal gucken, was wir davon noch brauchen. Wir können sicherlich auch einiges schon mal wieder hier in den Kontor reinpacken. Fenster, das ist gar nicht schlecht. Ja, wir haben die Insel erobert. Der Krieg hatte gleich zu Beginn angefangen. Oh, Pelzmäntel, das ist natürlich auch klasse. Wenn wir mal einen Mangel haben. Also all das, was hier irgendwie auf der Insel gebraucht wurde, das ist scheinbar richtig viel, was sie hier produziert haben. Das sammeln wir mal ganz schnell ein. Die Menschen lassen sie hochleben. Vor allem auch die Pelzmäntel. Wenn nicht, können wir das auch immer noch verkaufen, alles. Aber wir sehen es ja auch, das Schiff kaum noch leben. Wir müssten die mal reparieren fahren, aber wir haben hier nichts zum Reparieren. Das heißt, ja, hier können wir nichts mehr machen. Die Inseln können wir nicht einnehmen, dann werden unsere Schiffe zerstört werden. Da bin ich jetzt mächtig aufgerüstet hier. Dann schicken wir die doch aber einfach mal in die alte Welt. Ja, so. Das heißt, die machen sich dahin auf den Weg. Und die können wir dann ja hier irgendwo reparieren lassen. Wir haben doch wohl noch irgendwo Hafenkräne, oder? Haben wir jetzt gar keinen Reparaturkran mehr irgendwo? Doch hier. Das heißt, hier können wir die mal reparieren lassen, die Schiffe. Wichtig, wichtig. Das machen wir. Aber hier haben wir die Insel schon mal erobert. Das hier hat ja nicht geklappt, weil ich das geschlossen habe. Da hat sie mittlerweile auch wieder einen Anteil gekauft, aber egal, das sind die Inseln, die sind jetzt nicht so wichtig. Die großen waren mir wichtig, die haben wir bei dem letzten Mal, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut gerne noch in die Folge rein, da hatten wir ja hier auch schon hier unten die Insel erobert und die hier. Also sehr cool, da können wir ordentlich noch hier Baumwolle zum Beispiel produzieren, Kakao, Kautschuk, da haben wir ordentlich Platz, hier ja auch noch ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Das ist alles für Cap Trelawney, dass wir dann hier auch weiterkommen mit dem Bau. Wir müssen ja mal schauen, dass wir dann das erweitern, dass es hier auf jeden Fall mal weitergeht. Ich hatte auch nochmal ganz viele neue Pflanzen gekauft, dass wir ja auch den botanischen Garten erweitern können. Aber wichtig erstmal, dass wir so viel neuen Platz gewonnen haben für diverse Anbauflächen und so weiter. Und sobald die Schiffe dann hier machen jetzt ihre Überführungsfahrt. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Okay, sind die schon da? Nein, die sind noch nicht da, oder? Wen haben wir denn da? Eine Hausärztin. Ja, komm mal rein hier. Wir fragen nicht, wir entern. Wo sind unsere Schiffe geblieben? Sind die noch hier? Die waren ja jetzt hier nicht unterwegs. Sind die hier noch im Cap? Ach, hier, die blockieren sich alle gegenseitig. Ihr dürft mal einzeln fahren. Ich glaube, das funktioniert mal besser. Und da müssen alle Schiffe repariert werden. Guck, einer ist noch ganz heile, der ist schon meilenweit weg hier. Aber egal. Ja, und sobald das dann passt, können wir auch den Waffenstillstand einfordern von dir hier.
Ja, guck mal, Wirtschaft ist nur noch bei 34. Wobei ich das extrem viel finde für diese kleinen Inseln, ne? Ach nee, hier. Jetzt habe ich bei ihm geguckt, oder was? Nee. Wer hat 34? Das wurde jetzt aktualisiert. 13. Okay. 13 Wirtschaft, 116 Militär. Ja, er hat einige Dinger gebaut, aber... Er wird nicht mehr lange durchhalten hier. Als mächtiger... So, wir können mal hier schauen, ob hier irgendwas Mangelware ist. Wahrscheinlich das Übliche, ne? Hochräder und Pelzmäntel. Ne, Pelzmäntel sind jetzt ordentlich da. Und dann wollten wir auch die neue Weltausstellung irgendwann nochmal eröffnen. Oh, und jetzt Botanik. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Da kriegen wir auch noch neue Sachen dazu. Was brauchen wir denn da? Gleiche wieder. Dann könnte man das auch mal gucken, was wir da kriegen. Mittlerweile sind es wieder unter 10.000 Menschen, weil die wahrscheinlich nicht 100% mit irgendwas versorgt sind. Hm, Zigarren, Taschenuhren. Während die Schiffe unterwegs sind, können wir uns ja da mal ganz kurz drum kümmern. Zum Beispiel, oh hier. Gold ist voll. Okay, wir müssen... mal nachrüsten. Mehr Gold verarbeiten. Krass. Hier könnte man das jetzt so machen. Dann ganz kurz das abreißen hier. Dass man die Goldschmieden hier hinsetzt. Und dann hätte ich gesagt, wir machen da einen Durchgang hin. Das passt leider nicht ganz. Versteckt die Flasche. So, hier auf die Ecke kann der. Oder so. Ne, die sind gleich groß. Vielleicht kann das Warenlager ja dahin. Es passt hier nicht so hundertprozentig, wie ich es gerne hätte. Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas einhandeln. Ärger zum Beispiel. Ah, ja, wir bezahlen so. Ist das Betonwerk? Ne, Glühfabrik, okay. Passen davon beide hin? Nein, auch nicht. Das ist das Betonwerk hier, ne? Ne, auch nicht. Dann bauen wir es doch einfach hin. Guck mal, wir können hier auch noch ein Stück weiter raus. Nach Möglichkeit so. Und dann passen da nämlich auch noch die Fabriken zwischen. Und dann können wir hier in der Mitte noch einen kleinen Park anlegen vielleicht. Oder eine kleine Grünfläche. Mit meinen seit aller Zeit beliebten Apfelbäumen. Ja, schön, das passt auch viel besser jetzt. Ist auch alles angeschlossen, noch ein neues Warenhaus. Perfekt, so, ihr kriegt hier auch nochmal eine neue Straße drumherum. Schön, das gefällt mir. Die
Die Waffenruhe wurde beendet. Wir müssen aufpassen, dass die Schiffe, wenn die ankommen, dass wir die abfangen. Gleich. Sonst haben wir das Problem, wenn die hier nämlich irgendwo an der Insel vorbeifahren. Okay, neutrales Schiff. Also wenn die hier irgendwo vorbeikommen, dann haben wir das Problem, dass die möglicherweise Lag hier vorbeifahren und angegriffen werden. Das möchte ich natürlich so ein bisschen verhindern, ne? Aber eigentlich sollte er uns das auch sagen. So, also wir produzieren jetzt das Gold weiterhin. Ja, die sind sowieso noch auf normal. Das heißt mehr Gold. Deutlich mehr Gold jetzt. Glas haben wir noch, oder? Nee, Glas haben wir auch nicht. Brauchen wir mal ein bisschen mehr Quarz, Sand noch. Allerdings laufen die wahrscheinlich hier schon alle auf Hochtouren, oder? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, ein bisschen mehr produzieren hier. Bei 10%, das sind bei 11 Stück sind das also eine Quarzgrube noch dazu durch diese 10%. So, jetzt kommen die Schiffe hier alle an. Ich würde sagen, wir stoppen die hier mal. Beziehungsweise, nee, wir stoppen die hier nicht. Wir schicken die schon mal hier oben hin. Da, und dann können wir die nach und nach, oder ich mache das zwischen den Folgen, repariere die und dann geht's weiter mit dem kleinen Fight hier, mit der kleinen Kriegerei. Und dann machen wir noch den Rest, das was wir noch wollen, die Inseln. Und dann gibt's auch wieder Frieden. Und Blumen sozusagen im botanischen Garten dann. Also mehr Glas brauchen wir. Haben wir hier die Möglichkeit, vielleicht noch Quarzsand zu kaufen? Nee, leider nicht. Schade, das wäre jetzt cool gewesen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mehr Quarz hier noch produzieren. Das wird aber schwierig. Ganz schwierig. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Ach hier, guck mal, die sind ja auch noch da. Dann können wir natürlich auch direkt hier auf der Map hier oben die Karte das noch angreifen mit den Schiffen, wenn die schon mal da sind und dann nochmal zurückfahren. Hier sind auch noch ganz viele Kriegsdinger, die können wir dann auch noch abreißen. Aber Quarz ist die Frage. Können wir hier noch einen hinbauen, aber wir müssen dann vielleicht von anderen Inseln auch noch Quarz hierher bringen. Haben wir wahrscheinlich überall Quarz über, ne, auch. Nee, aber irgendwo wahrscheinlich hier unten, da stellen wir wahrscheinlich noch viel Glas her, oder? Auch nicht mehr. Doch, also da könnte man noch Quarz holen. Nach Möglichkeit. So, die werden jetzt dahin überführt, das ist ja perfekt. So, hier ist irgendwas ganz kaputt gegangen. Dem hier wieder gestreikt oder was? Doof, dass hier keine Polizeiwache hinpasst auf die Insel. Hm. Da haben wir ja schon so ziemlich eng alles gebaut. Das wird nicht passen. Sei denn, man würde hier dieses Ding wegkriegen. Aber selbst dann würden wir hier keine Versorgung haben. Es sei denn, man würde es tatsächlich auch mit Steinstraßen machen. Wir gucken mal. Aber selbst dann würde die Versorgung nicht bis zum Hafen reichen, leider. Von daher können wir das vergessen, sonst hätte man da noch eine Polizei hinsetzen können. Nee, das wird nichts. Naja, dann müssen wir sie halt öfters mal neu bauen hier, die Gebäude.
Wenn wir jetzt mehr Glas produzieren sollten, das hoffe ich jetzt einfach mal. Wir können ja bei Quarz das dann sehen, dass die Produktion hier auch hochfährt. Dann sollten auf jeden Fall viel mehr Taschenuhren auch ankommen und auch Schmuck, wenn wir den Perlen haben. Ein bisschen sollten stabil steigen. Und jetzt kommen hier die Schiffe nach und nach an. Gucken wir mal hier. Oh, der ist zum Beispiel schon heile, dann stellen wir den schon mal dahin. Die anderen sind kaputt, deswegen kommen die so spät an. Beziehungsweise hier kein Schaden. Dann können wir die eigentlich alle sortieren hier schon mal. Das sind wahrscheinlich alles die Heilen hier, ne? Der hat leicht Schaden erlitten, der kann mal dahin fahren. Und der nicht, ne? Genau. So, ihr fahrt schon mal hier hin und wartet da. Das ist nicht unser Schiff, ne? Nein. Aber hier kommen welche. Einer, der kann ja da auch schon mal hinfahren, dann zur Reparatur. Und wenn die nächsten dann kommen, hier überall sehen wir die angegriffenen Schiffe. So, wenn der voll ist, dann schicken wir den auch zurück. So, ich würde sagen, ich mache das in den Folgen oder zwischen den Folgen, besser gesagt, fertig. Repariere alle Schiffe und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer ganz neuen generalüberholten Flotte sozusagen wieder zu Anno 1800. Mich würde es freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, vielleicht die Glocke sogar aktiviert, dass ihr nichts Neues mehr verpasst auf dem Kanal. Es gibt ja neben Anno noch andere Videos, schaut gerne mal ein bisschen rum. Ich bin jetzt erstmal raus, bis dann, euer Kevin Zockt. Bye bye. Woher sie